Volleyball gehört zu einer der beliebtesten Ballsportarten der Jugend. Bei den Stadt- und Schulmeisterschaften am Phoenixplatz matchten sich die Schwächer der Schüler in dieser Trendsportart. SW1 war für sie am Sportplatz und schaute beim Baggern und Pritschen zu. Die Mannschaften gaben am Schwächer der Phoenixplatz ihr Bestes, aber auch beim Anfeuern war man vorne mit dabei. Auf jeden Fall, bei den Kids gibt es schon einiges an sportlichen Ehrgeiz zu bewundern. Was an dieser Sportart begeistert? Wir haben nachgefragt, was die besondere Herausforderung beim Volleyball ist. Die Teamfähigkeit, also gemeinsam zu spielen und nicht grantig zu werden bei den Schülern, wenn einmal ein Ball daneben geht. Und die Konzentration zu halten. Also ich spiele schon seit 8 Jahren, 7, 8 Jahren Volleyball, mir gefällt es einfach. Mentale Stärke, genau. Die Kommunikation, die Bewegung. Ja. Einfach, dass man einfach Spaß haben kann und halt ein richtiges Teamwork hat. Es macht Spaß und man kann halt einfach mal seine Wut so ein bisschen auslassen. Sind Kängurus manchmal wütend? Also ich schon, ja. Freude am Turnier war groß, vielleicht gerade deshalb, weil Volleyball gar nicht so häufig gespielt wird. Also wir freuen uns immer auf das Turnier, das einmal im Jahr stattfindet, aber ein fixer Punkt bei uns im Stundenplan ist es nicht oder auch nicht im Sport. Aber ein fixer Bestandteil bei den Stadtmeisterschaften? Ja, sehr wohl. Also Volleyball ist einfach auch dadurch, dass es im Verein die Sektion Volleyball gibt, versuchen wir halt da die Kinder heranzubringen. Heute waren die Großen dran und jetzt in den nächsten 2 Tagen sind die Volksschüler dran und die haben natürlich brav geübt im Turnunterricht. Auch wenn der Spaß im Vordergrund stand, wer weiß, war vielleicht das eine oder andere unentdeckte Talent dabei. Volleyball ist einfach auch dadurch, dass es im Verein die Sektion Volleyball gibt, versuchen wir halt da die Kinder heranzubringen. Heute waren die Großen dran und jetzt in den nächsten 2 Tagen sind die Volksschüler dran und die haben natürlich brav geübt im Turnunterricht. War halt spannend, oder? Ja, ich war heute selber Schiedsrichter. Ich war das erste Mal nicht als Organisatorin hinten, sondern durfte direkt am Feld stehen und es waren wirklich spannende Ballwechsel dabei. Wir haben ja jetzt auch für alle und öffentlich zugänglich seit letztem Jahr bereits 2 Volleyballplätze in Rannersdorf in der Wallhofgasse, die für jedermann, wie gesagt, zu bespielen sind. Auch der Volleyballverein der SVS ist sehr, sehr tatkräftig unterwegs. Auch da ist das Interesse sehr groß. Das heißt, da sind auch immer wieder neue, die dazustoßen und den Sport sehr, sehr gerne betreiben. Zum einen ist es auch eine gewisse Abwechslung zum Schulende hin, diese Outdoor-Veranstaltungen, sofern es das Wetter zulässt, abzuhalten, einen gewissen Vergleichskampf oder einen Vergleichswert auch zu haben zu anderen Schulen. Aber natürlich auch, und das ist auch wichtig, losgelöst zu unseren anderen Sportaktivitäten wie Jugend zum Sport, die wir veranstalten, wo sich auch alle Vereine präsentieren können, wo die Kinder ein Probetraining machen können. Das ist immer zu Beginn des Schuljahres und vielleicht auf den Geschmack kommen, die ein oder andere Sportart auszuüben. Zählt natürlich auch die Stadtmeisterschaft dazu, das Interesse zu wecken und dann in weiterer Folge auch in den Verein möglicherweise zu gehen. Ihr seid nicht die schnellen, sondern die königlichen Kängurus. Was ist da der Unterschied? Ja, dass wir besser waren. Ihr habt ein Stockerblatt gemacht? Nein, aber wir waren 6er. Ihr habt den ersten Platz heute gemacht beim Volleyball? Ja. Und ihr habt so einen coolen Namen, Schokozitrone. Wo kommt denn das her? Von TikTok. Habt ihr auch Schokozitrone vorher gegessen? Nein. Ich nicht. Ihr? Nein. Ja, Schokozitrone, die haben das gerockt. Die sind erster Platz geworden. Und süß und sauer, die haben das Gleichgewicht gehabt, ja.